Tinder-Ficker im Raum? Welche Apps benutzt ihr? Was macht man heutzutage so? Ja. Ich will gucken, wo ich ein Radar runterstellen muss. Tinder ist aber bekannt, ne? Ihr wisst, was ihr benutzt. Benutzt man noch Tinder? Was benutzt ihr? Guck mal, auf einmal alle. Wir sind alle schüchtern werden. Macht ihr keine Dating-Apps? Ist das kein Ding mehr? Macht man nicht mehr. Instagram. Ah, oh. Direkt bei Instagram? Per Message? Ja, ja. Wie heißt du da? Interessant. Sehr schön, okay. Ja, ich habe auch gehört, dass Leute Instagram wirklich für alle möglichen Möglichkeiten ausnutzen. Sehr gut. Und findest du das, ist das sozusagen ein gängiger Dating-Weg für dich? Nein, aber schön, dass du alle aufgefordert hast, es zu machen. Ich finde es ekelhaft, aber probiert ruhig aus. Das ist meine DMs sind voll mit seltsamen Robbenfotos. Zumindest sieht das auf den unscharfen Bildern so aus. Es sind gar keine Robben, richtig. Ja, also mein Name ist Ingmar Stadelmann. Ich habe jetzt Glatze, wobei ich komme aus Ostdeutschland, da sagt man ja nicht Glatze. Da sagt man strukturschwache Region. Ja, das haben wir so gelernt, ne, damit wir nicht sagen müssen, da ist nichts. Sagen wir immer, das ist strukturschwach. So, ne? Dann fragen die Leute, was ist da? Das ist strukturschwach. Ah, was heißt das? Da ist nichts. So, das ist das Konzept. Ja, ich sehe so ein bisschen so aus wie ein Ostdeutscher gefangen im Körper eines albanischen Shisha-Bar-Besitzers. Und das macht natürlich echte Albaner nervös. Ich habe letztens mit einem Albaner gesprochen, der hat dann zu mir gesagt, sag mal, hier, die Glatze, ja, ist das genetisch oder ideologisch? Und habe ich gesagt, modisch. Naja, hätte sein können, dass du Nazi bist. Dann habe ich gesagt, Alter, ich habe Regenbogensneaker. Was für eine Art Nazi soll ich denn sein? Aber die Glatze zusammen mit dem Bart hat mich tatsächlich, wie sagt man so schön, also gesellschaftstechnisch in eine ganz andere Sphäre gebeamt. Also bei der Polizei zumindest. Weil ich jetzt wirklich öfter in so Polizeikontrollen gerate. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ob die glauben, dass ich was im Bart schmuggle, weil ich keine Haare mehr habe oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gefahren, ganz entspannt, kein Stress, normal gefahren. Dann Zivilpolizei, winkt mich raus, ich fahre um die Ecke, steige aus dem Auto. Ungelogen, 5 Typen, alle glatze Bart, wir gucken uns an. Es war nicht ganz klar, was das Konzept der Polizei ist. Und die haben uns auch nicht auseinanderhalten können, die haben dann unsere Namen verwechselt, das war geil. Die falschen Ausweise dann zurückgegeben, richtig geil. So, hier, gute Weiterfahrt, Herr Hamadi. Was? So, das war wirklich unangenehm. Und das Geilste, was mir da mal passiert ist, das ist in Berlin gewesen, auf dem Kudamm. Da bin ich nachts von der Show gekommen aus Brandenburg und hatte noch Bock auf eine Currywurst. Und da habe ich noch nachts um 1:30 eine Currywurst gefuttert auf dem Kudamm. Und weil ich ein Idiot bin, habe ich mir Currypulver in die Augen gerieben. Genau, ich hatte rote Augen. Bin ich weitergefahren, habe ich schon in der Nebenstraße gesehen, Polizeiwanne, 15 Polizisten in einem Polizeiauto für eine Polizeikontrolle nachts am Kudamm, wo ich mir auch so denke, was ist denn da die Erwartungshaltung? Und während ich so darüber nachdenke, sehe ich Blaulicht, Rückspiegel, alles klar, ich fahre rechts ran, da kommt so ein älterer Polizist zu mir ans Auto, klopft an die Scheibe, ich mache die Scheibe runter und er sagt original folgenden Satz zu mir. Guten Abend, Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Monaten häufiger aufgefallen durch überhöhte Geschwindigkeit oder Drogendelikte. Und ich denke mir so, du hältst jetzt mal schön die Fresse, Stadelmann. Und während ich das denke, höre ich mich selber sagen, na, zu schnell war ich ja wohl nicht. Genau, das hat mir die große Hafenrundfahrt eingebracht. Der sieht meine Augen und sagt, sind Sie high? Ich sage, ich bin Ingmar. Aussteigen, sofort. Ne? Drogenkontrolle. Und die haben richtig das Auto hochgenommen. Das war richtig unangenehm. Bis mich glücklicherweise ein anderer Polizist hinten in dem Auto erkannt hat bei denen. Und der guckte ja so raus und rief so, ey, das ist dieser Komiker. Und der guckt der Polizist mich wirklich so abschätzig und sagt, was sind Sie? Comedian. Comedian? Ja. Was machen Sie denn nachts auf dem Kudamm? Ich komme von einer Show. Eine Show? Ja. Wo denn? Aus Brandenburg. Aus Brandenburg? Ja. Läuft wohl nicht. Und das war wirklich sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und da habe ich wirklich überlegt, ne, das mit dem Bart, also ist das was Rassistisches? Ist das schon Rassismus? Eigentlich ja nicht, ne, weil wenn ich meine Privilegien zurückhaben will, kann ich mich ja rasieren. Habe ich gedacht, das ist vielleicht was anderes bei den Polizisten. Vielleicht ist das auch Neid. So Bartneid. Weißt du, wenn die so zusammen im Streifenwagen sitzen? Oh. Guck mal, Thomas. Was ist denn, Michael? Der Bart. Oh. Micha. Oh, da guck doch mal, der Bart, Thomas. Den nehmen wir fest. Was? Die
können wir doch nicht festnehmen. Warum nicht? Wir sind die Polizei. Du kannst ihn doch nicht wegen dem Bart. Warum nicht? Das ist doch Rassismus. Auch doch nicht wegen Bart. Das ist es. So, vielleicht ist es aber auch tiefer gehen. Ne? Das muss man mal sagen. Vielleicht liegt da auch doch was dahinter. Und das wäre ja für mich neu. Ne? Für mich. Als Ossi. Ist eigentlich klar geregelt. Ne? Wir sind ja keine Opfer, wir sind der Täter. Ne? Ja, ist ja. Gibt klare Klischees, was das angeht. Ne? Sagt man ja, der Ostdeutsche hat Probleme mit Rassismus. Aber das stimmt so nicht. Ne? Der Ostdeutsche hat in großen Teilen kein Problem mit Rassismus. Das ist das Problem. Die merken das dann oft nicht so. Ne? Kein Scheiß, guck mal, ich war mal für die Heute-Show, die haben mich mal nach Dresden geschickt, um eine Umfrage zu machen am Tag der Deutschen Einheit, ob die Menschen glauben, dass sie da rassistischer sind als woanders. An sich schon eine Riesenidee. Dann bin ich da hingekommen mit Polizeischutz, warum auch immer, und habe mir wirklich den harmlos aussehendsten Typen gesucht auf der Straße und habe den gefragt, glauben Sie, dass die Menschen hier rassistischer sind als woanders? Und da guckt er mich ganz entsetzt an und sagt, bitte was? Rassistisch? Wir sind doch hier nicht rassistisch. Ich bin doch nicht rassistisch. Für mich sind alle Menschen gleich. Wirklich, ob ne, Fitch, Kanak. Es ist für mich alles. Der merkte das gar nicht so. Dem war das nicht bewusst. Ne? Und da war wieder klar, man kann rassistisch sein, ohne dass man es weiß. Dankeschön. Wenn ihr mehr Generation Gag wollt, einfach hier ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und dann gibt's Gags. Von uns allen.